Hallo und willkommen zurück zum Ultimate Team Video hier. Mittlerweile das fünfte, glaube ich. Oder schon das sechste? Ne, das fünfte, glaube ich. Ich habe wieder meine 5000 Münzen zusammen und deswegen denke ich mir einfach mal, komm, kaufen wir uns noch wieder mal ein Goldpack. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Kann ja mal sein, dass ich in der Aufnahme auch mal einen guten Spieler ziehe. Also, Goldpack gekauft. Und was ist drin? Jones als bester Spieler. Ja, natürlich kein Glück, war ja auch irgendwie abzusehen. Aber wir haben endlich mal ein Bundesliga-Zeichen, das aktivieren wir dann gleich mal. Und ja, Draxler und Jones, unsere Bundesliga an sich gar nicht mal so schlecht. Gehe ich einfach mal drauf und sage, alle verbleibenden Objekte im Verein speichern. Da ist natürlich was übrig, weil ich wieder keinen Platz für Verbrauchsobjekte habe, packe ich einfach mal wieder alles auf den Tauschstapel und werde ich dann mal abseits der Kamera irgendwann gucken, ob ich davon wieder was aussortieren kann. Bis auf die Verträge konnte ich davon jetzt ebenso vom groben drüber gucken nichts gebrauchen. Jetzt haben wir ganze 7 Münzen, weil wir davon natürlich jetzt ein paar mehr haben wollen. Ja, müssen wir jetzt natürlich wieder ein Spiel bestreiten. Jetzt gucken wir aber mal kurz, was die Ausdauer, die Fitness sagt. Weil Ziel habe ich mir übrigens überlegt, dass ich statt den irgendwie ja zu ersetzen durch einen anderen Torhüter oder so, werde ich einfach so lange, bis ich keinen besseren habe. Habe ich sowas? So ein Fitness-Ding hier drauf packe. Und schon ist er wieder einsatzfähig. Wir können Panda jetzt wieder auf links bringen. Hat zwar nicht volle Ausdauer, was weiß ich. Im Mittelfeld müsste Gündogan jetzt wieder fit sein. Jawohl, da kann er auch wieder dran. Ansonsten würde ich hier vielleicht wieder Abwehr drauf packen. Der hatte mich ja, wie schon mehrfach gesagt, die ist gut überzeugt auf der Seite. Und sonst sieht alles gut aus. Jetzt können wir mal hier, was sieht aus, Höhe, das ist der wieder. Ja! Können wir mal endlich wieder in meiner Formation spielen, die ich mir so auch angedacht hatte. So sollte sie eigentlich sein, wenn alle fit sind. Und ja, so ist sie jetzt auch wieder. Also können wir endlich mal wieder mit der Top-Formation, die ich momentan auch bieten kann, ins nächste Spiel starten. Und vielleicht kriegen wir wieder mal einen leichten Gegner und vielleicht stelle ich mich diesmal ein bisschen besser an als im letzten Spiel. Als ich leider nur 1-1 gespielt habe, wo durchaus ein Sieg drin war. Ein Punkt brauchen wir noch zum Klassenerhalt. Das würde uns dann auf jeden Fall 2900 Münzen bringen. Und ja, das wollen wir natürlich auch erreichen. Starten wir einfach mal los, suchen einen Gegner, finden einen Gegner und dann geht's los. Los, komm, los. Ja, wir haben nicht viel, wir haben nicht ewig Zeit. Und wir haben einen gefunden. Das mit der Spielersuche haben sie, glaube ich, verbessert. War ja oft nicht zu erreichen, der Server. Da sollen sie wohl viel dran gemacht haben. Jetzt geht das mit der Spielersuche auf jeden Fall wesentlich schneller. Und der hat schon einige Hochkaräter drin mit dem 82er Torwart und 283er Mittelfeldspieler. Zudem alles perfekte Chemie, fast perfekte Chemie. Alle perfekte Aufstellung, alle perfekte Positionen und eine Bewertung von 79 hat leider kein Manager. Das wird ihm wohl den letzten Chemiepunkt bringen. Ansonsten ist das ein fast perfektes Team, was der Gegner hier auch bringen kann. Also na, klar, du kannst auch nur seltene und super gute Spieler haben, aber sein Team ist auf jeden Fall, wenn er jetzt noch einen Manager hätte, wesentlich besser als meins. Und ich hoffe mal, dass jetzt sein Skill dafür nicht ganz so groß ist. Aha, Affelei, guter Trick. Einfach mal reingeflankt und da ist Lewandowski und der ist kopfballstark. Schlau drauf, immer noch schlau drauf. Sam, Ball ist weg. Ich habe jetzt viel Manager-Modus aufgenommen und da bin ich jetzt ein etwas schwächeres Team gewöhnt, obwohl bei Ultimate Team hier die Spieler sowieso alle immer besser sind, als wenn man sie, ja, so als im anderen Spielmodus, so halt, ne? Und ja, deswegen ist das mir jetzt gerade ein bisschen fremd, muss ich jetzt mal wieder reinkommen, dass die jetzt alle so schnell und so reaktionsstark und so schusssicher sind. Natürlich ist der Gegner das jetzt auch.
Und ja, wir sind jetzt wieder gewöhnt, anders zu spielen. Im Manager-Modus muss ich jetzt ja in letzter Zeit sehr defensiv ran und na. Da haut er mal halt raus, das geht halt auch nur so im Ultimate Team 1-0. Ich denke mal, das Ding ist für mich nicht zu gewinnen. Der kann nicht nur von seiner Mannschaft hier überzeugen, dass er die bessere Mannschaft hat, sondern der scheint auch spielerisch der bessere zu sein. 3 Punkte kann ich mir abschminken. Vielleicht gelingt mir einer. Könnte ja reichen, abseits Affelei. So, einfach irgendwie durchkommen nach vorne, ein Tor schießen. Das ist jetzt die Devise. Staudraff, Ballverlust. Glück gehabt, dass der Spieler über uns stolpert. Bender. Lewandowski. Staudraff, Ballverlust. Konter des Gegners. Jetzt haben wir leider wieder ein paar Verbindungsprobleme, das ist natürlich toll. Also hat er wohl auch nicht die beste Internetverbindung. Aber noch hält es sich in Grenzen. Wir hatten schon, ich erinnere nur an die erste Aufnahme, Gegner mit schlechterer Internetverbindung. Ah, Schuss! Und da haut er den nächsten raus. Den kann ich wieder auch noch parieren. Ich weiß nicht, wie die Gegner es immer schaffen, so unglaublich gute Fernschüsse zu holen. Machen. Ich krieg das nie hin. Ich habe aber noch nie hingekriegt. Ja, ich weiß nicht, ob ich da etwas falsch mache, wie das geht. Keine Ahnung. Also viele Tore durch Fernschüsse, definitiv. Also viele Gegentore bekommen durch Fernschüsse schon. Ja. Hauptsächlich in Ultimate Team. Und selber eigentlich noch so gut wie keins gemacht. Dante, Sam. Jetzt mal schnell nach vorne, Gündogan. Vorne auf Schlaudraff kriegt er den. Kann ich den halten? Nein. Ich kriege ihn dann ja. Halten kann er nicht. Ja, das war nichts. Zieh da. Und nach vorne. So. Wir liegen immer noch nur 1-0 hinten. Also, ein Tor reicht, um uns den Klassenerhalt zu bescheren. Affelein. Ibrahim Affelei kann die Flanke bringen, aber zu stark, zu schlecht, zu blöd. Und dann kriegen wir den Einwurf geschenkt. Den wir den Gegner dann wieder zurückschicken. Aber immerhin die Balleroberung schlau drauf. Affelei! Naja, gut, das kann man auch besser schießen. Affelei jetzt halt nicht durch seine Schussstärke bekannt. In der Situation wäre es dann doch besser gewesen, wenn wir Schürrle auf der Seite hätten. Der ist sogar ein Rechtsfuß. Und hat starke Schusswerte, der hätte den sicher gefährlich aufs Tor gebracht. Schlau drauf, denn da kriegt ihn nicht. Und er wieder im Konter. Oder auch nicht, Gündogan. Wirklich, Gündogan hat mich da richtig überzeugt in der Mitte. Ich hätte erst gedacht, na, ist zwar ein 80er, aber schlechte Schnelligkeitswerte. Und das Einzige, was er da wirklich als Stärke hatte, war seine Passquote. Aber der ist echt richtig gut, finde ich. Und dafür auch extrem günstig. Also ich habe ihn sehr günstig bekommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch so günstig ist. Aber wenn das immer noch sein sollte und ihr noch vom defensiven Mittelfeld, vom zentralen Mittelfeld Spieler braucht, dann ist das eine Empfehlung von mir. Ah, Lewandowski sieht oben Sam. Der nimmt den auch gut mit. Sidney Sam. Und verliert dann trotzdem wieder. Der Sam war bei FIFA 12 im Ultimate Team mit meinem bester Spieler. Hier überragt er wirklich nur noch durch seine Schnelligkeit. Und dafür hat er, verliert er fast immer die Ball, sobald der Gegner sich ihm nähert. Und Schussstärke hat er auch nicht. Also da werde ich mir auf rechts nochmal irgendwie ein besseres suchen müssen. Abseits. Ja, haben wir alle gesehen. Weiter. Ja, nicht wirklich souverän, was er da macht. Aber er bleibt trotzdem in Ballbesitz. Schlau drauf. Und ja, da hat Morales aufgepasst. Und er geht in den nächsten Konter, der wieder nicht gelingt. Schlau drauf. Laudraff. Lewandowski verliert den Ball, aber Affelei
hat die Schnelligkeit und die bei Sicherheit, um den Ball noch zu holen. Schlauer Graf. Dante, Gündogan, schlauer Graf. Wieder schlechter Ball. Schlaulauf jetzt mit drei Fehlpässen in Folge vorne. Pat. Affelei. Bender. Schlauer Graf. Wieder Affelei. Und Ball wieder weg. Aber das beirrt uns nicht. Wir kommen zwar vorne nicht zum Torchance, aber er auch nicht. Und wir kommen näher ans Tor als er an unsers. Was ja gar nicht so schlecht ist. Bender. Gündogan. Wieder Bender. Lass Bender! Ecke! Machen wir mal Affelei. Ah, Lewandowski löst sich da zwar, aber läuft irgendwie falsch. Und das ist der Halbzeitpfiff. 1-0 für der Gegner. Ist machbar, dass wir da unseren Punkt holen können. Ich mache das jetzt alles ganz schnell, weil ich habe heute irgendwie nicht ganz so viel Zeit zum Aufnehmen. Weil ich muss viel, viel vorproduzieren. Ich habe jetzt immer noch keine einzige Folge von denen hier hochgeladen. Ich muss ganz viel vorproduzieren, weil ich nun mal die nächste Woche hier weg bin. Also die nächste Woche, nachdem ich das hier aufnehme, da kann ich dann nichts aufnehmen und in den Ferien weiß ich jetzt schon, dass ich dann wenig Zeit haben werde zum Aufnehmen. Und da ist das 2-0. So ein Dreck. Eine Ecke, ein Kopfball, ein Tor. So eine zweite Torchance, ein zweites Tor. Und damit liegt man 2-0 hinten und damit ist der Punkt eigentlich weg. Meine Abschlussstärke ist der Punkt eigentlich weg. Wir machen jetzt schnell den Anschlusstreffer. Lewandowski. Robert Lewandowski. Der war gefährlich. Und der war sogar abgefälscht. Eckball. Jetzt lassen wir den Panda mal. Der war nicht gut. Macht den nächsten wieder Affelei. Gündogan. Affelei. Sam. Sydney, Sam. Immer noch Sam. Okay, genau auf dem Torwart. Nichts, was schwer ist zu halten. Und leider ist der Gegner nun mal in Ultimate Team fast immer extrem effektiv mit seinen Torschancen, sind ich nie. Und deswegen ist das hier fast das 3-0 gewesen mit seiner dritten offensiven Aktion. Und dann mache ich auch noch so einen Fehler. Ich habe jetzt zu viel Manager-Modus gespielt. Beim Computergegner kann man das ruhig machen. Und das ist das 3-0 hinter der vierten Chance. Ich würde sagen, ich habe vier Offensivchancen gehabt, er hat vier Offensivchancen gehabt. Und es steht 3-0. Ja, sowas kann ich gar nicht. Über Steiger und dann den Ball zwischen die Beine durch und gesprungen und was weiß ich. Und das ist immer was. Das konnte ich noch nie, das werde ich auch nie können. Ich habe schon probiert, ich habe alles probiert, ich kann es nicht. Ich mache dann sowas hier, dann ist der Ball weg. Das ist, wenn ich versuche zu tricksen. Das kommt bei mir immer raus. Deswegen habe ich auch gar keinen Ansporn, irgendwas damit zu versuchen, weil es mir noch nie gelungen ist. So, Lewandowski. Der kommt wieder hier zum Schuss. Der Gegner kommt wieder weg. Und das ist sein nächster Konter. Könnte die fünfte Torchance werden. Und das ist die fünfte Torchance und das vierte Tor. 4-0, das wird eine Blamage. Und wenn man die Chance eben tatsächlich zum Schuss bekommt, ist, wenn man das für mitzählt, dann haben wir wirklich fünf Torchancen für uns. Gute Torchancen für uns. Gute Torchancen für ihn. Und ein 4-0 für ihn. Das hört sich bei mir übrigens oft aus. Dass der Gegner jede Chance macht und ich fast keine mache und am Ende ein relativ ausgeglichenes Spiel ganz hoch für ihn ausfällt. Lewandowski und das war wieder mal eine gute Chance. Und er kriegt wieder den Konter. Und da war zumindest Glück noch ein Höwedes, der alles falsch macht, was man falsch machen kann, beziehungsweise ich mache alles falsch, was man falsch machen kann. So. Ich habe jetzt 6 Chancen, kriegt er jetzt die 6. Chance? Ja,
Und die geht jetzt mal nicht rein. Okay. 6 zu 6 Chancen. 4 zu 0 Tore. Das Spiel gegen Nürnberg einfach gewinnen müssen, also gegen die Nürnberger Leute. Er hatte zwar keinen Spieler von Nürnberg, aber er hatte ein Nürnberger Zeichen, ein Nürnberger Trikot, beide sogar, und auch noch einen Namen, der zu Nürnberg passt, mit dem FC Club da. Wir kriegen den Freistoß, er kriegt eine gelbe Karte, was ihn eigentlich nicht stören sollte, und mir jetzt auch vollkommen egal sein kann, weil ich keine 4 Tore mehr schaffen werde. Schlau drauf, Lewandowski. Martinez und Gündogan holt sich das Ding wieder. So, Sidney Sam mit der Flanke und dann... Ich weiß nicht, können wir das als Chance zählen? Dann hätte ich jetzt wieder einen mehr, aber... Zählen wir mal nicht als Chance, zählen wir mal lieber das hier als Chance. Und das! Eine Riesenchance, also jetzt 6 zu 7 Chancen für mich. 4 zu 0 Tore für ihn. Sam! Und Dante fast den Nachsetzen. Das kann ich da nicht halten. Jetzt sind wir vorne wieder in Überzahl. 3 gegen 2 war das eben. Boah, jetzt wird das Headset runtergerutscht. Ja, jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Das wird dann eine 7. Torchance. Und ist noch nicht vorbei. Abseits, doch, ist vorbei. Gut, 7 zu 7 Torchancen, immer noch 4 zu 0 Tore. Jetzt hat er bald noch eine Chancenauswertung von 50%. Was ist denn jetzt los? Lewandowski rückt nicht. Wieder der nächste Trick. Und noch ein Trick. Und dann hat er sich vertrickst. Affelei, schlau drauf, wieder Affelei. Ball weg. Wieder auf dem Weg nach vorne, einmal auf Galosso. Und dann wieder dabei, Affelei. Behinder und es geht wieder nach vorne, schlau drauf. Den kriegen wir nicht mehr. Ja gut, das Spiel ist auch gleich vorbei. Ein ganz deutlicher Sieg für ihn, weil ich einfach keine Chancen auswerten kann. Ganz FIFA 13 nicht. Ich habe wirklich insgesamt vielleicht eine Chancenauswertung von 2% oder so. Wie ihr auch dann später in meinen Manager-Modus-Videos sehen werdet. Da geht auch gerne mein Spiel 1-0 aus, wo ich ungefähr 12, 13 große Chancen hatte. Und es geht dann 1-0 für den Gegner aus, der dann nur durch Konter gekommen ist. Fußcheck, wieder nichts. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit, sind auch gleich vorbei. Kriegt er noch seine 8. Torchance? Nein. Kriegen wir noch unsere 8. Auch nicht. Und Zidane, jetzt sollte er gleich abpfeifen. Macht er auch. Es geht mit 7 zu 7 Torchancen, geht das Spiel mit 4 zu 0 aus. Das ist natürlich sinnbildlich für dieses Spiel. Haben wir mal 400 Münzen bekommen. Und ja, 7 Torschüsse für beide. Gut, er hat 11 Schüsse, aber davon gingen noch einige weit weg. Und wenn man da sieht, von wo der einmal geschossen hat, fast von der Mittellinie. Okay, 7 zu 7 Torschüsse, 4 zu 0 Tore. Ich habe mehr Ballbesitz, ich habe mehr Zweikämpfe geführt, ich habe weniger Fouls, weniger gelbe Karten. Mehr Ecken, eine Abseitsstellung mehr. Einzige, wo er überwiegt, sind Schüsse und das noch nicht mehr in den Torschüssen. Also, ein 1-1 oder ein Unentschieden wäre verdient für dieses Spiel. Ein 4-0 ist es geworden. Ja gut, egal. Wir warten ja einfach,
bis wir zurück im Hauptmenü sind, dann ist das jetzt nur ein 20-Minuten-Part. Was heißt nur, normalerweise ist das ja Standard, bei FIFA wird es bei mir immer ein bisschen mehr. Im Manager-Modus kann ich schon mal sagen, der letzte Part, den ich aufgenommen habe, ist unfreiwillig ein 1-Stunden-Part geworden. Also es sind immer mindestens 45-Minuten-Parts und jetzt hätte er einen Stunden-Part, also zwischen 40 und 60 Minuten werden die Parts, weil ich immer zwei Spiele in eine Partie packe. Und das eine Mal habe ich aus Versehen drei Spiele in eine Partie gepackt, deswegen war das eine Stunde. Okay, genug über andere Sachen geredet. Meisterschaft werden wir nicht mehr packen. Haben noch vier Spiele. Wenn wir alle vier gewinnen würden, würden wir es noch schaffen. Aber das ist unwahrscheinlich und wird auch nicht passieren. Wir sehen uns dann, ja, eigentlich nehme ich am Montag wieder auf. Ich weiß ja nicht, wann ich es hochlade, aber am Montag nehme ich wieder auf. Oh, neues Team der Woche Challenge. Die hätte ich eben machen können. Die war eben noch nicht da, als ich gestartet hat. Die muss ganz frisch dazugekommen sein, während wir jetzt hier gespielt haben. Oder während ich eben schon die Aufnahme gestartet hatte. Also bevor ich das Goldpack gekauft habe, habe ich noch geguckt. Da gab es noch keine neue Team der Woche Challenge. Egal. Ich verabschiede mich hier bei euch. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielleicht gewinne ich auch mal wieder. Also bis dann und auf Wiedersehen.